Herzlich willkommen zu einem neuen Catan World Explorer Video. In diesem Video möchte ich euch einige Funktionen von dem Totem vorstellen. Doch zunächst mal, wie kam ich überhaupt dazu, dass ich das Totem jetzt auf einmal nutzen kann? Seit einigen Tagen gibt es ja die Fabled Harvest, also ich sag Raids. Und da wurde ich eingeladen, allerdings konnte ich, da die Lobby voll war, nicht teilnehmen. Jedoch wurde durch die Einladung und mein Versuch daran teilzunehmen, mein Totem aktiviert und zu der Arena gesandt. Wenn ich jetzt hier oben links auf den blauen Bären klicke, dann komme ich zu deinem Totem, zu meinem neuen Helfer. Den kann ich überall hinsenden auf der Map und kann dann quasi Aktionen durchführen, zu denen ich eigentlich irgendwo hinlaufen müsste. Das ist wie so ein, ja, Remote Pass. Und wir sehen es hier. Aktuell ist die Karte bei mir zu Hause. Da kann ich jetzt auch schon rauszoomen. Und wir haben dann seitlich vier verschiedene Symbole. Wenn ich da auf die Symbole draufklicke, komme ich bei den unteren zwei zu meinem Pearl Settlement bzw. zu meinem Golden Settlement. Wenn ich auf die Bärentatze klicke, dann komme ich zu meinem Totem. So, da wären wir auch jetzt bei meinem Totem und dann kann ich hier jetzt schauen, hier gibt es ganz viele Points of Interest und wir sehen hier auch in der Nähe, wo da Fabled Harvests gerade laufen. Kann dann wechseln zwischen dort und hier. Sehe unten passende zu die Scores regional von dort, wo mein Totem ist, beziehungsweise von da, wo ich bin, angezeigt. Ich sehe endlich auch mal, wann die Season endet. Und rechts oben mittig habe ich 885 Tatzen gerade. Das sind quasi die Totem-Tokens. Und die benötige ich, um zu meinem Totem zu gelangen und dort eine Aktion durchzuführen. Hier nochmal in langsam und ohne Vorstellung von Gilda. Auf den blauen Bären. Wenn der Bär auf der Map ist, unten links in der Ecke auf die Karte mit den drei verschiedenen Stripes. Und dann kommt ihr auf die Karte. Wieder auf die Bärentatze. Dann seid ihr auf der Karte vom Totem und könnt da jetzt rumscrollen. Und ihr könnt hier auch auf die einzelnen Settlements klicken, wenn dort gerade ein Fabled Harvest läuft. Könnt ihr draufklicken, seht, wie lange der noch läuft. Und so könnt ihr dort die ganze Gegend erkundschaften. Hat man dann eine passende Lokalität gefunden, klickt man einfach auf Send Totem. Kommt man in der Animation, wo das Totem dann dahin läuft und dann ist man da. Das Problem ist leider nur für alle Beta-Spieler aus Deutschland, dass wir uns zwar dann direkt an dem Point of Interest befinden, aber wir können Fabled Harvest nicht durchführen. Beziehungsweise, ja, es gibt hier sogar den Button Explore, wo wir draufklicken können, aber da passiert einfach nichts. Ich vermute, das liegt daran, dass wenn wir ganz normal auf der Map dann dort sind, sehen wir auch nichts. Wir sehen das ja nur quasi hier in der Map-Übersicht, wie lang der Raid noch läuft. Und der Button ist für uns, denke ich, einfach gesperrt, weil wir noch keine Berechtigung dazu haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Ganze mit dem Button ein Bug ist und vielleicht deshalb nicht funktioniert. Und der Bug könnte theoretisch jederzeit serverseitig behoben werden. Und dann könnten wir von Deutschland aus so gesehen Fanraids machen. Ist nur eine Spekulation von mir. Kann auch sein, es bedeutet, dass wir ein Client-Update brauchen oder es ist tatsächlich gesperrt, weil wir hier in Deutschland noch nicht spielen sollen. Ich würde sagen, einfach immer wieder mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es irgendwann. Und sobald es funktioniert, lasse ich euch das natürlich in einem neuen Video beziehungsweise noch ein bisschen früher auf meinem Discord-Server wissen.
Bis dahin heißt es einfach warten. Ja, was können wir noch machen? Nachdem ich jetzt die Funktion hier sichtbar habe, kann ich auch hier die globalen und die lokalen Scores anschauen. Sehe es, wie es aktuell steht, und ich sehe auch, wie viele Victory Points, dass ich in dieser Saison bei mir lokal schon gemacht habe und wie viel das die Konkurrenten gemacht haben. Übrigens, den Totem-Modus könnt ihr oben links über den Zurückpfeil an eurem Profilbild wieder verlassen. Ja, das ist ein ganz nettes Feature, würde ich sagen. Und dann würde ich jetzt noch ein bisschen mein Personal Settlement leveln. Ein bisschen was bräuchte ich noch, um Level 8 zu werden. Spielen wir hier mal 3 Totems. Ach, jetzt bin ich schon total verwirrt. 3 Monumente auf mein Personal Settlement. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon reicht. Aber ich schau mal kurz. Ah, ein Ticken fehlt noch. Okay. Gehen wir direkt nochmal rein und spielen einfach nochmal 5. So, jetzt aber ganz sicher. Level 8. Neuer Schritt. Schauen wir mal, welche Quest das es dazu auch gleich gibt. Genau hier. Open now. Zack. Kommen wir wieder. Auch hier einige Bärentatzen. So, da ist die neue Quest. Play Golden Settlement Cards. 5 Stück. Okay. Zum Glück habe ich das noch nicht so weit ausgebaut. Ich muss jetzt quasi auf die Foundations, die man hier sieht. Auf 2 habe ich ja schon was drauf. Da muss ich Gebäude platzieren. Kostet ein bisschen Gold. Das werde ich aber in einem weiteren Video machen, wo ich das Golden Settlement noch so ein bisschen genauer erklären werde. Für dieses Video würde ich sagen, war es das erstmal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.